Heute will ich mal ein, wie ich finde, sehr interessantes, doch in der öffentlichen Debatte fast gänzlich ausgespartes Thema behandeln. Und zwar den Neoludismus. Das heißt, die radikale Kritik am technischen Fortschritt der Menschheit. Wem dieses Video hier zusagt und sich gerne eine weiterführende Diskussion rund um die Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz, das exponentielle Wachstum dieser Industriezweige sowie die damit einhergehenden Chancen und Gefahren anhören möchte, der kann dieses Wochenende, Samstag, den 26. um 20 Uhr auf diesem Kanal vorbeischauen. Denn ein anderer YouTuber namens Kasim hat mich nach der Möglichkeit gefragt, in einem Livestream aufzutreten. Und da ich prinzipiell Diskussionen schätze, habe ich zugesagt. Aufgrund der Tatsache, dass ich mit Google Hangouts noch keinerlei Erfahrung habe, erschien mir ein kooperatives Gespräch im Vergleich zu einer beinharten Debatte als vernünftigerer Einstieg. Also, wenn euch das Thema interessiert, Livestream am Samstag um 20 Uhr auf diesem Kanal. Aber jetzt zurück zum Thema. Wenn man mal einen Moment darüber nachdenkt, dann wird einem sicher auffallen, dass es praktisch keine ernstzunehmende, einflussreiche politische Strömung gibt, die fundamentale Kritik am Prozess der technischen Fortentwicklung übt. Wir debattieren über Migration und Religion, über Emanzipation und Wirtschaftssysteme, über Demokratie und Diktatur. Und zu all diesen Feldern scheint es ein Spektrum von Meinungen zu geben, mit meist relativ eindeutig identifizierbaren, sich gegenüberstehenden Polen. Wenn es allerdings zum technisch-wissenschaftlichen Fortschritt kommt, so scheint diese Aufspaltung kaum vorhanden. Denn selbst der fundamentalistische Dschihadist in seinem ausgebombten Verschlag will doch eigentlich nur weltanschaulich zurück ins 7. Jahrhundert. Gegenüber Kameras, iPhones und Raketenwerfern zeigt er sich recht aufgeschlossen. Einer der wenigen, der auf diesem Gebiet eine radikal abweichende Position eingenommen hat, ist der amerikanische Mathematiker und Terrorist Ted Kaczynski, hier kurz nach seiner Verhaftung im Jahr 1996 gezeigt. Und es war eben dieser Mann, selbst ein Wissenschaftler, der all den technischen Segnungen der letzten 200 Jahre zum Trotz in kompromissloser Weise gegen Forschung und Entwicklung argumentiert hat. Nun werden vielleicht einige von euch, wahrscheinlich sogar die meisten, diesen wirr dreinblickenden Mann für einen Wahnsinnigen halten. Doch wenn es euch so wie mir geht, dann werdet auch ihr feststellen, dass einige seiner Argumentationsmuster eine geradezu bestechende Überzeugungskraft besitzen. Was natürlich nicht heißt, dass euer erster Eindruck gänzlich ungerechtfertigt war. Ganz im Gegenteil sogar. Also, wer ist dieser Mann Ted Kaczynski, der das Herzstück der modernen Welt abzulehnen wagte? Nun, geboren im Jahr 1942 und aufgewachsen im amerikanischen Illinois als Sohn von polnischstämmigen Eltern aus der Arbeiterklasse, erlebt Ted eine verhältnismäßig normale Jugend. Alles in allem wird er als scheu und in sich gekehrt beschrieben. Lediglich seine enorme intellektuelle Begabung sticht heraus. Ein Intelligenztest in der 5. Klasse fördert einen IQ von 167 zutage, woraufhin man ihn in eine höhere Klasse einstuft. Allerdings fällt es dem jungen Ted hier schwer, sozialen Anschluss zu finden, und des Öfteren ist er den Hänseleien seiner älteren Mitschüler ausgesetzt. Seinen akademischen Leistungen jedoch schadet dies nicht. Er brilliert in der Highschool und wird im Alter von nur 16 Jahren zum Studium an der Harvard University zugelassen. Seine Leistungen dort sind gut, aber nicht sehr gut. Er schließt seinen Bachelor mit einem Zweierdurchschnitt ab. Danach folgen 5 Jahre Master- und Doktorandenstudium an der Universität von Michigan. Und obwohl Ted diese Zeit später als die deprimierendste seines Lebens beschreiben wird, werden seine akademischen Leistungen immer besser und erreichen ihren Höhepunkt in seiner Doktorarbeit über die Theorie geometrischer Funktionen, die als beste mathematische Dissertation der Universität des Jahres 1967 ausgezeichnet wird. Im Alter von 25 wird er schließlich Assistenzprofessor an der Berkeley University, zeigt aber kein besonderes Talent für das Unterrichten. Er soll nur 2 Jahre in Kalifornien bleiben. Im Jahr 1969 schließlich gibt er seine Position ohne Angabe von Gründen auf und zieht, nachdem er noch 2 Jahre bei seinen Eltern verbringt, in eine abgelegene Hütte im dünn besiedelten Montana. Über die Jahre verfällt Ted Kaczynski dort immer mehr seinen radikalen gesellschaftlichen Vorstellungen und wird schließlich zum aktiven Terroristen. Zwischen den Jahren 1978 und 1995 versendet er insgesamt 16 Briefbomben, tötet dabei 3 Menschen und verletzt 23 weitere. Zu seinen Zielen zählen vor allem Leute, die in Verbindung mit dem wissenschaftlich-industriellen Komplex stehen, beispielsweise Computerwissenschaftler, Genetiker oder Vorsitzende von Fluggesellschaften. Diesem Typus von Opfern verdankt er dann auch den berühmten Namen, unter dem das FBI den Fall behandelt. Unabomber, abgeleitet von University and Airline.
Im Jahr 1995 schließlich veröffentlichen die New York Times und die Washington Post eine zugesandte 35.000 Wörter umfassende Abhandlung mit dem Titel The Industrial Society and Its Future, landläufig bekannt als das Unabomber Manifest. In diesem Dokument legt Ted sein Weltbild und seine Motivation dar, das wissenschaftlich-industrielle System umzustürzen und durch eine posttechnologische Form des Anarchismus zu ersetzen. Ironischerweise ist es gerade dieser Aufsatz, der ihm zum Verhängnis werden soll. Denn sein Bruder David Kaczynski erkennt den Schreib- und Denkstil seines Verwandten wieder und verständigt, nachdem eigene Recherchen seinen anfänglichen Verdacht erhärtet haben, das FBI. Zu diesem Zeitpunkt ist der Unabomber-Fall bereits der kostspieligste in der gesamten Geschichte des Federal Bureau of Investigation. 1996 dann greifen die Agenten endlich zu und verhaften Ted Kaczynski in seiner abgelegenen Hütte. Die Beweise, welche sie in seinem Verschlag finden, lassen keinen Zweifel zu. Nach fast 2 Jahrzehnten ist der Unabomber gefunden. Vor Gericht erklärt er sich selbst schließlich in allen Anklagepunkten für schuldig und entgeht so der Todesstrafe. Bis heute sitzt er im Hochsicherheitsgefängnis ADX Florence in Colorado, dem wahrscheinlich sichersten zivilen Gefängnis der Vereinigten Staaten. So viel zu Ted Kaczynskis Lebensgeschichte. Doch womit wir uns hier wirklich beschäftigen wollen, ist der Inhalt seines berüchtigten Manifests. Also lasst uns versuchen zu verstehen, was diesen Mann angetrieben hat und welche Bedrohung für die Freiheit des Einzelnen und für die Menschheit als Ganzes er im wissenschaftlich-technischen Fortschritt gesehen hat. Das gesamte Werk ist in 232 Abschnitte untergliedert und ich werde mich bemühen, die zentralen Gedanken Kaczynskis in weitestgehend chronologischer Reihenfolge wiederzugeben und mit zahlreichen Originalzitaten zu untermauern, die ich für besonders aussagekräftig halte und die ich, so unverfälscht wie möglich, wiederzugeben versuche. Noch 2 kleine Bemerkungen, bevor wir anfangen. Erstens, der gute Ted spricht von sich selbst stets im Plural, was sicherlich ein sehr beruhigendes psychologisches Zeichen darstellt. Also wundert euch nicht allzu sehr. Und zweitens, ich werde mich in diesem Video mit meiner eigenen Meinung weitgehend zurückhalten und stattdessen den Unabomber sprechen lassen. Wer an meinen persönlichen Ansichten zu dem Thema interessiert ist, muss wohl oder übel auf den Livestream warten. Also fangen wir endlich an, und zwar mit der Präambel des Manifests, die da lautet wie folgt. Die Folgen der industriellen Revolution haben sich für die Menschheit als eine Katastrophe erwiesen. Unsere Lebenserwartung ist dadurch in den fortgeschrittenen Ländern bedeutend gestiegen. Gleichzeitig aber trat infolgedessen eine Destabilisierung der Gesellschaft ein. Das Leben wurde unerfüllt, die Menschen gerieten in eine unwürdige Abhängigkeit. Diese Entwicklung hat zu weit verbreiteten psychischen Problemen geführt, in der dritten Welt auch zu organischen Krankheiten. Und der Natur wurde unermesslicher Schaden zugefügt. Die kontinuierliche Entwicklung der Technologie wird die Lage weiter verschlimmern. Hieran anschließend widmet sich Kaczynski amüsanterweise erstmal in einiger Ausführlichkeit der regressiven Linken. Es ist schon bezeichnend, dass selbst vor über 20 Jahren der Schwachsinn dieser Leute bereits penetrant genug war, um selbst mörderische Einsiedler mitten in der Wildnis von Montana in den Wahnsinn zu treiben. Hätten wir ihm mal zugehört, denn seine Analyse ist messerscharf. So schreibt er unter anderem Folgendes. Wohl jeder wird mit uns übereinstimmen, dass wir gegenwärtig in einer zutiefst verstörten Gesellschaft leben. Eine der verbreitetsten Erscheinungen unserer wahnwitzigen Welt ist der Leftismus. Deshalb soll eine Diskussion über die Psychologie des Leftismus als Einleitung für die Erörterung der Probleme der modernen Gesellschaft im Allgemeinen dienen. Wenn wir in dieser Abhandlung über Linke sprechen, dann meinen wir vor allem Sozialisten, Kollektivisten, Politically Correct-Anhänger, Aktivisten im Bereich des Feminismus, der Homosexualität und der Behinderten, Verteidiger des Tierschutzes und dergleichen. Was wir jedoch versuchen wollen, in die Erörterung einzubringen, ist nicht so sehr die Darstellung einer Bewegung oder Ideologie, sondern die Beschreibung eines psychologischen Typus oder eher die Zusammenfassung von einander ähnlichen Charakteren. Die beiden psychologischen Strömungen, die dem modernen Leftismus zugrunde liegen, bezeichnen wir als Minderwertigkeitsgefühle und Übersozialisierung. Wenn jemand alles, was über ihn oder über die Gruppierung, mit der er sich identifiziert, ausgesagt wird, als eine Herabwürdigung empfindet, schließen wir daraus, dass er Minderwertigkeitsgefühle oder ein geringes Selbstwertgefühl hat. Diese Neigung herrscht bei den Fürsprechern von Minderheiten vor, ganz gleich, ob sie zu den Minderheiten gehören, deren Rechte sie verteidigen. Viele Linke identifizieren sich stark mit den Problemen von Gruppen, die als schwach, unterdrückt, abstoßend oder anderweitig minderwertig angesehen werden. Diese Linken empfinden diese Gruppen als minderwertig. Zwar würden sie diese Gefühle niemals zugeben, aber genau deswegen, weil sie diese Gruppen als minderwertig ansehen, identifizieren sie sich mit ihren Problemen.
Feministen unternehmen große Anstrengungen nachzuweisen, dass Frauen genauso stark und fähig sind wie Männer. Dahinter steckte deutlich die Angst, es könnte sich herausstellen, dass Frauen vielleicht nicht so stark und fähig wie Männer sind. Dementsprechend neigen Linke dazu, alles zu hassen, was irgendwie stark, gut, erfolgreich ist. Sie hassen Amerika, sie hassen die westliche Zivilisation, sie hassen weiße Männer, sie hassen Rationalität. Die von den Linken behaupteten Gründe für ihren Hass auf den Westen etc. stimmen nicht mit ihren wahren Motiven überein. Sie sagen, dass sie den Westen hassen, weil er kriegslüstern, imperialistisch, sexistisch, ethnozentrisch und so weiter wäre. Aber wo diese gleichen Missstände in sozialistischen Ländern oder primitiven Kulturen auftreten, wird der Linke dafür Erklärungen finden oder höchstens widerwillig eingestehen, dass sie vorhanden sind. Wo er doch begeistert und oft weit übertrieben diese Missstände überall in der westlichen Zivilisation anprangert. Somit ist deutlich, dass diese Missstände nicht die eigentlichen Beweggründe des Linken für seinen Hass auf Amerika und den Westen sind. Er hasst Amerika und den Westen, weil sie stark und erfolgreich sind. Moderne linke Philosophen lehnen Vernunft, Wissenschaft und objektive Realität ab und insistieren, dass alles vom kulturellen Umfeld abhängt. Offenbar sind sie keine kühlen Logiker, die die Grundlagen der Erkenntnis systematisch analysieren. Ihr Hauptanliegen besteht vor allem darin, die Wahrheit und Wirklichkeit zu attackieren. Ihre eigenen psychologischen Bedürfnisse sind der Grund für diese Angriffe. Hauptsächlich sind diese ein Ventil für ihre Feindseligkeit und soweit sie damit erfolgreich sind, befriedigt es ihren Machttrieb. Von größerer Bedeutung ist jedoch, dass der Linke Wissenschaft und Rationalität ablehnt, weil damit verschiedene Ansichten als wahr und andere Ansichten als falsch klassifiziert werden. Der Linke hat seine Unterlegenheitsgefühle so tief verinnerlicht, dass er eine Einteilung der Dinge als erfolgreich überlegen und andere als misslungen und unterlegen nicht ertragen kann. Der durchschnittliche Linke mit seinen Minderwertigkeitskomplexen ist kein Angeber, Egoist, Maulheld oder skrupelloser Konkurrent, denn solche Menschen haben nicht völlig den Glauben an sich selbst verloren. Sie haben lediglich ein Defizit an Eigenvertrauen in ihre Kräfte und Selbstwertgefühle, können sich aber vorstellen, dass sie die Fähigkeit besitzen, stark zu sein. Die Ursache ihres unangenehmen Verhaltens liegt in der Anstrengung, diese Stärke zu erlangen. Davon ist der Linke weit entfernt. Seine Unterlegenheitsgefühle sind so tief verwurzelt, dass er sich nicht als stark und wertvoll begreift. Daher der Kollektivismus des Linken. Er betont die Pflicht des Einzelnen, der Gesellschaft zu dienen und die Pflicht der Gesellschaft, den Einzelnen zu schützen. Im Individualismus sieht er etwas Negatives. Er moralisiert gerne. Er ist für Kontrolle der Waffen, sexuelle Erziehung und andere aufklärerische Erziehungsmethoden, für soziale Planung, für multikulturelle Entwicklung. Er identifiziert sich mit Opfern, er ist gegen Wettbewerb und gegen Gewalt, aber er sucht Entschuldigungen für die Linken, die Gewalt anwenden. Die Linken behaupten, dass die Motivation ihres Aktivismus sich von Mitgefühl oder moralischen Prinzipien herleiten. Und in der Tat spielen moralische Prinzipien eine Rolle für den überangepassten Linken. Jedoch sind sie keineswegs ein Hauptmotiv linker Unternehmungen. Ein hervorragender Bestandteil linker Verhaltensweise sind Feindseligkeit und Machttrieb. Ihr eigentliches Ziel ist es beispielsweise nicht, den Schwarzen zu helfen. Stattdessen dienen ihnen Rassenprobleme als Vorwand, um ihrer Feindseligkeit und dem eigenen enttäuschten Machtbedürfnis Ausdruck zu verleihen. Damit aber schaden sie den Schwarzen, weil die feindliche Haltung der Aktivisten gegenüber der weißen Mehrheit den Rassenhass noch intensiviert. Mit dem Begriff der Sozialisierung schließlich kennzeichnen Psychologen jenen Erziehungsprozess, durch den Kinder in ihrem Denken und Handeln den Anforderungen der Gesellschaft angepasst werden. Jemand, der sich den moralischen Normen seiner Gesellschaft anpasst, an sie glaubt und als Teil dieser Gesellschaft funktioniert, wird als gut sozialisiert bezeichnet. Insofern scheint es sinnlos zu behaupten, dass viele Linke überangepasst wären, da der Linke als Aufrührer gegen die Gesellschaft angesehen wird. Dennoch kann diese Behauptung aufrechterhalten werden. Viele Linke sind nicht solche Rebellen, wie es den Anschein hat. Die moralische Norm unserer Gesellschaft ist dermaßen anspruchsvoll, dass niemand in völliger Übereinstimmung mit dieser Moral denken, fühlen und handeln kann. Beispielsweise sollen wir niemanden hassen, dennoch hasst jeder zu irgendeinem Zeitpunkt eine Person, ganz gleich, ob er es zugibt oder nicht. Manche Menschen sind in einem Maße sozialisiert, dass der Versuch, moralisch zu denken, zu fühlen und zu handeln, für sie eine schwere Last bedeutet. Um Schuldgefühle zu vermeiden, müssen sie sich ständig über ihre eigenen Motive betrügen und moralische Erklärungen für Gefühle und Handlungen finden, die in Wirklichkeit einen nicht-moralischen Hintergrund haben. Wir benutzen den Begriff überangepasst, um solche Menschen zu charakterisieren.
Wir behaupten nicht, dass überangepasste Linke niemals gegen grundsätzliche Werte unserer Gesellschaft aufbegehren. Mitunter tun sie das natürlich. Manche überangepassten Linken sind so weit gegangen, dass sie mit physischer Gewalt gegen die wichtigsten Prinzipien der modernen Gesellschaft aufbegehrten. Nach eigener Einschätzung bedeutet Gewalt für sie eine Art von Befreiung. Mit anderen Worten, sie benutzen Gewalt, um sich von den antrainierten psychologischen Zwängen zu befreien. Da sie überangepasst sind, waren sie von diesen Zwängen stärker eingeengt als andere, daher ihr starkes Bedürfnis, sich davon zu befreien. Aber sie rechtfertigen ihre Auflehnung meistens in den üblichen Wertebegriffen. Wenn sie Gewalt anwenden, begründen sie das mit dem Kampf gegen Rassismus oder Ähnlichem. In den Problemen der Linken zeichnet sich die Problematik unserer gesamten Gesellschaft ab. Geringes Selbstwertgefühl, depressive Tendenzen und Niedergeschlagenheit sind nicht alleine auf die Linken beschränkt. Wenn sie auch ein besonderes Charakteristikum dieser Gruppe sind, so sind sie auch in der gesamten Gesellschaft weit verbreitet. Die heutige Gesellschaft versucht uns in einem weitaus größeren Umfang anzupassen als irgendeine frühere. Experten bringen uns sogar bei, wie wir essen, uns bewegen, lieben und unsere Kinder erziehen sollen. Viele Menschen der Mittel- und Oberklasse lehnen sich gegen einige dieser Werte auf, aber im Allgemeinen ist ihre Auflehnung mehr oder weniger verdeckt. In den Massenmedien wird nur selten über solchen Widerstand berichtet. Die Hauptrichtung der Propaganda findet in unserer Gesellschaft zugunsten der genannten Werte statt. Die Hauptgründe, weshalb diese Werte in unserer Gesellschaft diesen Stellenwert bekommen haben, liegen darin, dass sie nützlich für das industrielle System sind. So wird zum Beispiel Gewalt verurteilt, weil es das System empfindlich stört. Anschließend an diese, wie ich finde, sehr präzise hergeleitete Kritik der modernen Linken, beginnt Kaczynski seine psychologische Theorie zu vertiefen und auf die Allgemeinheit auszuweiten. So ist seine erste wichtige Feststellung, dass der Mensch Probleme und Herausforderungen braucht, so dringend wie die Luft zum Atmen. Doch dass in unserer modernen Welt eben diese Herausforderungen nicht mehr in der ursprünglichen Form gegeben sind. Nehmen wir den hypothetischen Fall eines Menschen, der alles, was er sich wünscht, bekommt. Dieser Mensch hat zwar Macht, aber er wird schwere psychologische Probleme bekommen. Am Anfang wird es ihm Spaß machen, aber nach und nach wird er Langeweile empfinden und demoralisiert werden. Vielleicht wird er sogar krankhaft depressiv. Die Geschichte zeigt, dass die müßige Aristokratie schließlich dekadent wurde, nicht aber die um ihre Macht kämpfenden Aristokraten. Die Aristokratie, die nicht um ihre Macht kämpfen musste, wurde trotz ihrer Machtfülle hedonistisch und demoralisiert. Das macht deutlich, dass Macht alleine nicht genügt. Vielmehr muss sie zielgerichtet sein. Um ernsthafte psychologische Probleme zu vermeiden, muss ein Mensch Ziele haben, deren Erreichen Anstrengung verlangt, und er muss wenigstens teilweise erfolgreich beim Erreichen dieser Ziele sein. Wenn Menschen ohne physische Anstrengung ihre körperlichen Bedürfnisse befriedigen können, schaffen sie sich künstliche Ziele. Meistens verfolgen sie diese Ziele mit derselben Energie und emotionalem Einsatz, wie sie diese sonst für das Erreichen physischer Notwendigkeiten eingesetzt hätten. So beschäftigten sich die Aristokraten des Römischen Reiches mit Literatur. Vor einigen Jahrhunderten widmete sich die europäische Aristokratie intensiv der Jagd. Dementsprechend bezeichnen wir mit dem Begriff Ersatzhandlung eine Handlung, die sich auf ein künstliches Ziel richtet, welches sich Menschen nur deshalb setzen, damit sie etwas haben, wonach sie streben können. Mit anderen Worten, es geht ihnen bei der Erreichung des Ziels letztlich nur um die Durchführung. Beispielsweise ist der Wunsch nach Sexualität und Liebe keine Ersatzhandlung. Die meisten Menschen würden es als Verlust empfinden, wenn sie ihr Leben ohne eine Beziehung zum anderen Geschlecht verbringen müssten, auch wenn sie alles andere hätten. In der modernen Industriegesellschaft sind nur geringe Anstrengungen notwendig, um die physischen Bedürfnisse zu erfüllen. So ist es nicht verwunderlich, dass Ersatzhandlungen in der modernen Gesellschaft häufig vorkommen. Dazu gehören die wissenschaftliche Forschung, der Sport, der Einsatz für Menschenrechte, die künstlerische und literarische Produktion, der gesellschaftliche Aufstieg, der Erwerb von materiellem Reichtum und gesellschaftliche Aktivitäten, die sich mit Dingen beschäftigen, die für den Handelnden persönlich unwichtig sind, wie im Falle der weißen Menschenrechtler, die sich für die Rechte der farbigen Minderheit einsetzen. Natürlich sind all dies nicht immer reine Ersatzhandlungen, weil sie bei vielen Menschen teilweise aus anderen Motiven als aus dem Bedürfnis abgeleitet werden, irgendein Ziel zu haben. Nun werden viele Menschen, die sich Ersatzhandlungen suchen, behaupten, dass sie dadurch größere Zufriedenheit erlangen als durch die alltägliche Geschäftigkeit mit ihren biologischen Bedürfnissen. Das kommt allerdings daher, dass die Befriedigung biologischer Bedürfnisse in unserer Gesellschaft trivial geworden ist.
Noch wichtiger ist, dass in unserer Gesellschaft Menschen ihre biologischen Bedürfnisse nicht mehr autonom befriedigen können, sondern nur als Teil einer riesigen sozialen Maschinerie funktionieren. Dagegen können Menschen bei ihren Ersatzhandlungen ein großes Maß an Autonomie einbringen. Hat jemand keine ausreichende Möglichkeit, um eine Selbstverwirklichung zu erfahren, so ergeben sich als Folge daraus, abhängig von der Person und auf welche Weise die Selbstverwirklichung zerstört wurde, Langeweile, Mutlosigkeit, geringe Selbstachtung, Minderwertigkeitsgefühle, Niedergeschlagenheit, Depression, Angst, Schuldgefühl, Enttäuschung, Feindseligkeit, Misshandlung von Ehegatten oder Kindern, unersättliche Triebhaftigkeit, unnormales sexuelles Verhalten, Schlafstörungen, Essstörungen und so weiter. Alle bisher dargestellten Symptome können in jeder Gesellschaft auftreten. In der modernen industriellen Gesellschaft sind sie jedoch in verstärktem Maße vorhanden. Wir sind nicht die Ersten, die darauf hinweisen, dass die heutige Welt aus den Fugen gerät. Es handelt sich um eine außergewöhnliche Situation innerhalb der menschlichen Gesellschaft. Es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, dass der primitive Mensch weniger unter Stress und Frustration gelitten hat und mit seiner Lebensweise zufriedener gewesen ist als der moderne Mensch. Natürlich war es auch in primitiven Gesellschaften nicht einfach zu überleben. Dennoch lässt sich im Allgemeinen sagen, dass die in den vorangegangenen Abschnitten aufgeführten Probleme unter primitiven Völkern weit weniger vorhanden waren als in der modernen Gesellschaft. Zu den abnormen Bedingungen der modernen industriellen Gesellschaft gehört das ständig zunehmende Bevölkerungswachstum, die Isolation des Menschen von der Natur, die außerordentliche Schnelligkeit sozialer Veränderungen und der Zusammenbruch von natürlichen kleinen Gemeinschaften wie der Großfamilie, des Dorfes oder des Stammes. Die Konservativen sind Dummköpfe. Sie jammern über den Verfall der traditionellen Werte, während sie den technischen Fortschritt und das Wirtschaftswachstum kräftig unterstützen. Offenbar fällt es ihnen nicht ein, dass man unmöglich schnelle und drastische Veränderungen in Technologie und Wirtschaft haben kann, ohne gleichzeitig in einer Gesellschaft Veränderungen aller ihrer Aspekte zu verursachen. Dies muss zu einem unvermeidlichen Zusammenbruch der traditionellen Werte führen. Sogenannte industrielle Gesellschaften, denen es nicht gelingt, persönliche oder ortsbedingte Loyalität der Loyalität gegenüber dem System zu unterstellen, sind gewöhnlich nicht leistungsfähig, beispielsweise Lateinamerika. Somit kann eine fortschrittliche industrielle Gesellschaft kleine Gemeinwesen nur dann tolerieren, wenn diese begrenzt sind und dem System als willfähriges Werkzeug dienen. Der moderne Mensch muss den für ihn notwendigen Selbstverwirklichungsprozess weitgehend dadurch befriedigen, dass er sich die künstlich durch Werbung und Industriemarketing geschaffenen Bedürfnisse erfüllt, indem er Ersatzhandlungen ausführt. Es scheint, dass diese künstlichen Formen der Selbstverwirklichung für viele Menschen, vielleicht für die Mehrheit, unbefriedigend sind. Ein immer wiederkehrendes Thema in den sozialkritischen Schriften der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Zwecklosigkeit, unter der viele Menschen in der modernen Gesellschaft leiden. Das Problem der Ziellosigkeit hat in den letzten 15 Jahren an Bedeutung verloren, weil sich die Menschen inzwischen physisch und wirtschaftlich weniger sicher fühlen als früher und das Bedürfnis nach Sicherheit ihnen ein Ziel bietet. Die frühere Ziellosigkeit wurde inzwischen durch Frustration über die Schwierigkeit ersetzt, Sicherheit zu erlangen. Wir betonen das Problem der Ziellosigkeit, weil die Liberalen und Linken unsere sozialen Probleme gerne lösen würden, indem die Gesellschaft jedermann Sicherheit garantieren sollte. Wenn dies geschehen könnte, würde es das Problem der Ziellosigkeit erneut zurückbringen. Es geht aber nicht darum, dass die Gesellschaft jedem mehr oder weniger Sicherheit garantieren kann. Vielmehr ist es problematisch, dass die Sicherheit eines jeden mehr vom System als von ihm selbst abhängt. Deshalb setzen sich übrigens viele für das Recht ein, Waffen tragen zu können. Der Besitz eines Gewehrs vermittelt ihnen das Gefühl, dass ihre Sicherheit von ihnen selbst abhängt. Doch letztlich hängen unsere Leben einzig davon ab, ob der Sicherheitsstandard eines Kernkraftwerkes gewährleistet ist, wie viel Pestizide in unsere Nahrungskette gelangen oder wie hoch die Luftverschmutzung ist. Auch von den Fähigkeiten oder Unfähigkeit unseres Arztes. Ob wir eine Arbeitsstelle finden oder eine verlieren, hängt von den Wirtschaftsexperten der Regierung ab oder von der Exekutive und so weiter. Die meisten Menschen sind nur sehr begrenzt in der Lage, sich gegen diese Bedrohungen abzusichern. Das individuelle Streben nach Sicherheit erfährt dadurch Frustration, was ein Gefühl der Machtlosigkeit zur Folge hat. Man könnte einwenden, dass der primitive Mensch äußerlich in größerer Unsicherheit lebte als der moderne Mensch, was auch durch seine kürzere Lebenserwartung bewiesen wird.
Somit leidet der moderne Mensch eher unter geringerer, jedenfalls nicht größerer Unsicherheit als das für Menschen ursprünglich normale Maß. Jedoch besteht ein Unterschied zwischen psychischer und physischer Sicherheit. Was wir als sicher empfinden, ist nicht so sehr objektive Sicherheit als ein Gefühl des Vertrauens in unsere Fähigkeit, für uns selbst verantwortlich zu sein. Der primitive Mensch kann sich verteidigen, wenn ihn ein wildes Tier bedroht, und anderswo Nahrung finden, wenn er dem Hunger ausgesetzt ist. Es gibt für ihn zwar keine Garantie, dass er dabei erfolgreich sein wird, jedoch ist er den Bedrohungen keineswegs hilflos ausgeliefert. Dagegen steht der moderne Mensch vielen Bedrohungen machtlos gegenüber. Nukleare Unfälle, krebserregende Stoffe in der Nahrung, Umweltverschmutzung, Krieg, Steuererhöhungen, Vereinnahmung seines Privatlebens durch große Organisationen, nationale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ereignisse, die sein Leben zerstören können. In gewisser Hinsicht ist die moderne Gesellschaft natürlich sehr freizügig. Im Allgemeinen können wir tun, was wir wollen, sofern der reibungslose Ablauf des Systems nicht berührt wird. Wir können jeder beliebigen Religion angehören, wenn diese nicht ein Verhalten fördert, das eine Gefahr für das System darstellt. Wir können unbegrenzt sexuelle Partner haben, solange wir Safer Sex praktizieren. Wir können alles tun, was wir wollen, solange es unwichtig ist. In allen wichtigen Bereichen wird das System jedoch in zunehmendem Maße unser Verhalten bestimmen. Ein Beispiel von indirektem Zwang. Es gibt kein Gesetz, das uns zwingt, jeden Tag einer Arbeit nachzugehen und den Anordnungen unserer Vorgesetzten zu folgen. Vom Gesetz her kann uns niemand hindern, wie primitive Menschen in der Wildnis zu leben oder uns selbstständig zu machen. In der Realität ist aber kaum noch Wildnis vorhanden und in der Wirtschaft können sich nur eine bestimmte Anzahl von Selbstständigen etablieren. Somit können die meisten von uns nur als Angestellte überleben. Nach unserer Ansicht ist das zwanghafte Streben des modernen Menschen nach Langlebigkeit bei andauernder physischer Vitalität und sexueller Attraktivität bis ins hohe Alter ein Symptom für die Unerfülltheit seines Lebens und wird durch den Verlust der Selbstverwirklichung bedingt. Dazu gehört auch die sogenannte Midlife-Crisis und die in der modernen Gesellschaft weit verbreitete Kinderlosigkeit, die in primitiven Gesellschaften gänzlich unbekannt ist. In primitiven Gesellschaften bedeutet Leben die Aufeinanderfolge von Lebensabschnitten. Wenn die Bedürfnisse und der Zweck eines Lebensabschnitts erreicht ist, besteht keine Abneigung gegen den Übergang zum nächsten. Der Selbstverwirklichungsprozess eines jungen Mannes besteht darin, dass er Jäger ist, nicht als Sport oder Bedürfnis, sondern um das für seine Nahrung notwendige Fleisch zu erhalten. Wenn der junge Mann diese Lebensphase hinter sich hat, wird er ohne Widerstreben die Verantwortung für die Gründung einer Familie übernehmen. Im Gegensatz dazu schieben viele moderne Menschen es auf unabsehbare Zeit hinaus, Kinder zu haben, weil sie zu sehr damit beschäftigt sind, eine Art von Erfüllung zu suchen. Nachdem der primitive Mensch seine Kinder aufgezogen und ihnen im Prozess der Selbstverwirklichung die notwendigen physischen Fähigkeiten beigebracht hat, hat er seine Aufgabe erfüllt und ist bereit, Alter und Tod zu akzeptieren, falls er so lange überlebt. Dagegen verstört viele moderne Menschen die Aussicht eines physischen Auflösungsprozesses, an dessen Ende der Tod steht. Unserer Meinung nach ist diese Unzufriedenheit darauf zurückzuführen, dass sie ihre körperlichen Kräfte niemals genutzt und somit niemals ernsthaft die physische Selbstverwirklichung erlebt haben. Es könnte sein, dass jemand auf die in diesem Abschnitt vorkommenden Argumente antwortet: Die Gesellschaft muss einen Weg finden, den Menschen Gelegenheit zur Selbstverwirklichung zu geben. Der Wert einer Gelegenheit wird aber gerade dadurch zerstört, dass die Gesellschaft sie ihnen gibt. Vielmehr besteht die Notwendigkeit darin, dass sie selbst ihre eigenen Gelegenheiten finden oder schaffen. Solange das System ihnen Gelegenheit gibt, sind sie an der Leine angekoppelt. Um Selbstbestimmung zu erreichen, müssen sie sich von dieser Leine losmachen. Das dritte Themengebiet, dem sich Kaczynski widmet, ist die Funktionsweise und die totalisierende Struktur des wissenschaftlich-industriellen Systems. Vor allem geht er dabei anhand historischer und gesellschaftlicher Beobachtungen auf die schrittweise Auflösung dessen ein, was er als den Kern der menschlichen Freiheit begreift. Den Anfang macht hierbei eine kurze Analyse des modernen naturwissenschaftlichen Forschungsbetriebs und ganz nebenbei entwirft uns der Unabomber auch eine Begründung, weshalb er es für nötig erachtete, Menschen zu töten. Die wichtigsten Beispiele für Ersatzhandlungen werden durch Wissenschaft und Technologie gegeben. Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, dass ihre Motivation in Neugier oder Nutzen für die Menschheit besteht. Es ist aber leicht zu durchschauen, dass weder das eine noch das andere als Hauptmotiv für die meisten Wissenschaftler in Frage kommt.
Was Neugier betrifft, so ist diese Vorstellung einfach absurd. Die meisten Wissenschaftler erforschen hochspezialisierte Probleme, die normaler Neugier nicht zugänglich sind. Kann man etwa behaupten, dass ein Astronom, ein Mathematiker oder ein Insektenkundler Neugier für die Eigenschaften von Isopropyltrimethylmethan empfindet? Selbstverständlich nicht. Höchstens ein Chemiker empfindet dafür Neugier. Und nur deshalb, weil Chemie seine Ersatzhandlung darstellt. Es steht auch nicht besser mit der Erklärung Nutzen für die Menschheit. Eine Reihe von Wissenschaften haben überhaupt keine erkennbare Beziehung zum Nutzen der Menschheit. Zum Beispiel Archäologie oder vergleichende Sprachwissenschaften. Andere Wissenschaftsgebiete widmen sich offensichtlich gefährlichen Möglichkeiten. Dennoch sind die Wissenschaftler dieser Forschungsgebiete genauso begeistert von ihrer Arbeit wie diejenigen, die Impfstoffe entwickeln oder die Luftverschmutzung untersuchen. Der Vormarsch der Wissenschaft geschieht blindlings, ohne dass der Nutzen der Menschheit dabei in Betracht gezogen wird. Er ist einzig orientiert an den psychologischen Bedürfnissen der Wissenschaftler, der Regierungsbeamten und ausübenden Körperschaften, die die Forschungsmittel dafür bereitstellen. Zudem neigen Wissenschaftler dazu, sich besonders intensiv mit ihrer Arbeit als eine Ersatzhandlung zu identifizieren, so dass sie sich in jedem Fall, falls es zu einem Konflikt zwischen ihrer technischen Arbeit und der Freiheit käme, für ihre Arbeit entscheiden würden. Dies betrifft die Wissenschaftler jedoch auch andere Bereiche. Die meisten von ihnen glauben zwar persönlich an Freiheit, Achtung der Privatsphäre und die Verfassungsrechte, wenn es aber im Rahmen ihrer Arbeit erforderlich scheint, setzen sie sich darüber hinweg. Wir verstehen unter Freiheit die Möglichkeit einer Selbstverwirklichung durch echte Ziele anstelle von künstlichen Ersatzhandlungen. Frei von Einmischung, Manipulation oder Kontrolle durch irgendjemanden, besonders durch große Organisationen. Freiheit bedeutet, für das Individuum oder Mitglied einer kleinen Gemeinschaft, die Kontrolle über die eigenen existenziellen Dinge zu haben, die Leben und Tod bestimmen. Nahrung, Kleidung, Unterkunft und Verteidigung gegen Gefahren der Umwelt. Man behauptet, dass wir in einer freien Gesellschaft leben, weil uns durch das Grundgesetz eine Reihe von Rechten garantiert wird. Diese sind aber nicht so wichtig, wie sie scheinen mögen. Der Grad der persönlichen Freiheit, der in einer Gesellschaft vorhanden ist, wird eher durch die wirtschaftliche und technologische Struktur dieser Gesellschaft festgelegt, als durch ihre Gesetze und die Art ihrer Regierung. Die meisten Indianernationen in Neuengland waren Monarchien und viele Städte der italienischen Renaissance wurden von Diktatoren beherrscht. Jedoch bekommt man beim Lesen über diese Gesellschaften den Eindruck vermittelt, dass sie mehr Freiheit zuließen als unsere Gesellschaft. Teilweise geht das darauf zurück, dass sie technisch nicht in der Lage waren, den Willen der Herrscher durchzusetzen. Sie hatten keinen modern organisierten Polizeiapparat, die Kommunikation war nicht schnell und weitreichend, keine versteckten Kameras, keine Informationsberichte über das Leben der Durchschnittsbürger. Somit war es relativ leicht, einer Kontrolle auszuweichen. Das System muss menschliches Verhalten seinen eigenen Erfordernissen anpassen. Auf der Arbeit müssen Menschen das tun, was ihnen gesagt wird, sonst würde die Produktion in ein Chaos geraten. Bürokraten müssen nach strengen Vorschriften handeln. Es würde das System zerstören, wenn man Bürokraten der unteren Ebene persönlichen Spielraum lässt. Und es könnte zu Ungerechtigkeiten führen, wenn einzelne Bürokraten auf individuelle Weise im eigenen Ermessen handeln. Natürlich könnte man einige Beschränkungen unserer Freiheit aufheben, aber im Allgemeinen ist unser von großen Organisationen reguliertes Leben notwendig, damit die industriell-technologische Gesellschaft funktionieren kann. Kurz, das System muss die Menschen zu einem Verhalten zwingen, das sich immer stärker vom natürlichen Muster des normalen menschlichen Verhaltens unterscheidet. Wenn wir nicht gewalttätig gehandelt und die vorliegende Schrift einem Verleger vorgelegt hätten, wäre sie nicht angenommen worden. Wenn man sie aber akzeptiert und veröffentlicht hätte, so hätte sie kaum Leser interessiert, denn es ist vergnüglicher, die Unterhaltungssendungen der Medien anzusehen, als eine nüchterne Abhandlung zu lesen. Aber selbst wenn diese Schrift viele Leser gefunden hätte, würden die meisten das Gelesene bald vergessen haben, weil ihr Gedächtnis durch die Informationsflut der Massenmedien überladen ist. Damit wir überhaupt eine Chance hatten, unsere Botschaft mit nachhaltigem Eindruck zu veröffentlichen, mussten wir Menschen töten. Das System ist nicht in der Lage, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Vielmehr muss das menschliche Verhalten den Bedürfnissen des Systems angepasst werden. Dies hat nichts mit der politischen oder gesellschaftlichen Ideologie zu tun, von der angeblich das technologische System gelenkt wird. Es ist der Fehler der Technologie selbst, weil das System gar nicht von einer Ideologie, sondern von technischen Notwendigkeiten gelenkt wird.
Wenn gelernte Arbeiter aus technologischen Gründen entlassen werden und sich einer Weiterbildung unterziehen müssen, fragt niemand, ob es für sie demütigend ist, auf diese Weise herumgestoßen zu werden. Es wird einfach vorausgesetzt, dass sich jemand den technischen Anforderungen fügen muss und mit gutem Grund. Wenn menschliche Bedürfnisse vor technische Notwendigkeiten gesetzt werden, würden wirtschaftliche Probleme entstehen, Arbeitslosigkeit, Mangel oder Schlimmeres. Das Konzept geistiger Gesundheit in unserer Gesellschaft wird im Allgemeinen daran gemessen, wie sich der Einzelne in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen des Systems verhält, ohne Stresssymptome zu zeigen. Es ist unmöglich, einen dauerhaften Kompromiss zwischen Technologie und Freiheit zu finden, weil Technologie als weitaus stärkerer gesellschaftlicher Zwang mithilfe von immer neuen Kompromissen andauernd in die Freiheit eingreift. Man stelle sich zwei Nachbarn vor, von denen jeder ein Stück Land besitzt, aber einer von ihnen ist der Stärkere. Nun verlangt dieser Stärkere, dass der andere ihm einen Teil seines Besitzes abtreten soll. Der Schwächere lehnt das ab. Dann sagt der Stärkere: Gut, machen wir einen Kompromiss. Gib mir die Hälfte von dem, was ich verlange. Der Schwache hat keine andere Wahl, als einzuwilligen. Etwas später verlangt der stärkere Nachbar wieder ein Stück von dem Land. Und wieder wird das mit einem Kompromiss geregelt. Und so fort. Auf diese Weise wird der Starke mit fortgesetzten Kompromissen schließlich das ganze Land des anderen in seinen Besitz bringen. Ähnlich verläuft der Konflikt zwischen Technologie und Freiheit. Auch wenn ein technischer Fortschritt die Freiheit zunächst nicht zu bedrohen scheint, zeigt sich später, dass er sie sehr ernsthaft gefährdet. Nehmen wir zum Beispiel das motorisierte Transportwesen. Wenn früher ein Mensch zu Fuß ging, konnte er gehen, wo er wollte, ohne irgendeine Verkehrsvorschrift beachten zu müssen. Er war unabhängig von einem technologischen Hilfssystem. Die Erfindung motorisierter Fahrzeuge schien die Freiheit des Menschen zunächst zu vergrößern. Sie schränkte die Freiheit des unmotorisierten Menschen nicht ein, denn niemand musste ein Auto haben, wenn er nicht wollte. Wer sich dafür entschieden hatte, ein Auto zu kaufen, konnte viel schneller vorwärts kommen als zu Fuß. Die Einführung des motorisierten Transportwesens begann aber bald, die Gesellschaft in einer Weise zu verändern, durch die die menschliche Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt wurde. Nachdem die Anzahl der Autos anstieg, musste man den Verkehr durch Verkehrsvorschriften regeln. In dicht besiedelten Gebieten kann man sich mit einem Auto nicht einfach bewegen, wie man will, sondern man muss sich dem Verkehrsfluss und den Verkehrsregeln anpassen. Man hat alle möglichen Verpflichtungen: Antrag auf Fahrerlaubnis, Fahrprüfung, Erneuerung der Registrierung, Versicherung, Vorrichtungen für die Sicherheit, monatliche Haltungskosten. Inzwischen ist aber der motorisierte Transport nicht mehr optimal. Seit der Einführung des Transportwesens haben sich die städtebaulichen Anlagen dermaßen verändert, dass die Mehrzahl nicht mehr in der zu Fuß erreichbaren Nähe ihrer Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten oder Freizeiteinrichtungen lebt, sodass man nun abhängig von Autos als Transportmittel geworden ist. Oder man muss öffentliche Transportmittel benutzen, wodurch die eigene Bewegungsfreiheit noch stärker eingeschränkt wird als bei der Benutzung eines Autos. Wir weisen nochmals am Beispiel des motorisierten Transportwesens darauf hin, dass anfangs der Einzelne zwar die Wahl hatte, später aber nicht mehr. In vielfältiger Weise verändert die neue Technologie die Gesellschaft so sehr, dass Menschen gezwungen sind, sie anzunehmen. Während der technologische Prozess also als Ganzes unsere Freiheit kontinuierlich einengt, scheint jeder einzelne Fortschritt für sich betrachtet wünschbar. Bekanntlich arbeiten Menschen besser und ausdauernder, wenn sie dafür eine Belohnung erhalten, als wenn sie damit eine Strafe oder eine negative Folge abwenden wollen. Wissenschaftler und andere Techniker werden hauptsächlich durch Belohnungen motiviert, die sie durch ihre Arbeit erhalten können. Diejenigen, die sich gegen die technologische Bedrohung der Freiheit wenden, versuchen damit etwas Negatives zu verhindern, was zur Folge hat, dass sich nur wenige ausdauernd und intensiv dieser entmutigenden Aufgabe widmen. Wenn es durch solche Reformen endlich einmal gelingt, einen Sieg zu erringen, der eine weitere Ausdehnung der Freiheit durch technologischen Fortschritt unterbindet, besteht die Neigung, sich erst einmal auf den Lorbeeren auszuruhen. Die Wissenschaftler dagegen arbeiten unermüdlich in ihren Laboratorien weiter. Technologie wird sich gegen alle Widerstände ihren Weg bahnen, immer größere Kontrolle über die Menschen gewinnen und sie mehr und mehr vom System abhängig machen. Aus den aufgezeigten Gründen ist die Technologie eine viel stärkere gesellschaftliche Kraft als das Streben nach Freiheit. Doch diese Behauptung erfordert eine wichtige Einschränkung. Es scheint, dass das industriell-technologische System in den nächsten Jahrzehnten unter wirtschaftlichen und umweltbedingten Problemen leiden wird. Besonders werden auch Probleme bei menschlichen Verhaltensformen auftreten. Wir hegen die Hoffnung, dass das System diesem Druck nicht standhalten wird und in sich zusammenbricht, oder wenigstens so geschwächt wird, dass dadurch eine Revolution möglich ist.
Sollte eine Revolution stattfinden und erfolgreich sein, würde dies beweisen, dass das Streben nach Freiheit stärker ist als Technologie. Wir hoffen außerdem, dass wir den Leser davon überzeugen konnten, dass man das System nicht durch Reformen verändern kann, um Freiheit und Technologie in Einklang zu bringen. Der einzige Ausweg ist, das gesamte industriell-technologische System abzuschaffen. Das bedeutet Revolution. Nicht unbedingt ein bewaffneter Aufstand, aber auf jeden Fall eine radikale und fundamentale Veränderung der gesamten Gesellschaft. Unsere Gesellschaft neigt dazu, jede Art des Denkens oder Verhaltens, die dem System unbequem ist, als Krankheit anzusehen. Verständlicherweise, denn wenn eine Person sich nicht dem System unterwirft, ist dies einerseits für die Person schmerzhaft und verursacht andererseits Probleme für das System selbst. Es sei hier nur kurz auf die, wie ich finde, durchaus amüsante Tatsache hingewiesen, dass Ted Kaczynski von seinen Anwälten und psychologischen Gutachtern eine paranoid-schizophrene Persönlichkeitsstörung attestiert wurde. Doch er sich strikt weigerte, diese Diagnose anzuerkennen, obwohl sie ihm wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Nachdem der gegenwärtige Zustand unserer Gesellschaft nun hinreichend analysiert ist, geht der Unabomber schließlich dazu über, die aus seiner Sicht wahrscheinlichsten Zukunftsszenarien zu umreißen. Vor allem die Rolle der sich zurzeit in schneller Entwicklung befindlichen Spitzentechnologien, Genetik, Neurologie und Computerwissenschaften, werden hierbei zu einem zentralen Punkt. Schließlich entwirft er eine militante Strategie, diese von ihm gefürchtete Zukunft abzuwenden. Und auch hier zeigt er durchaus machiavellistische Finesse. Wenn das System die Krise in den nächsten Jahrzehnten übersteht, wird es gelungen sein, in diesem Zeitraum die Anpassung der Menschen an das System zu kontrollieren und die Menschen gefügig zu machen, sodass ihr Verhalten nicht länger eine Bedrohung für das System bedeutet. Ist das einmal erreicht, gäbe es keinen weiteren Hinderungsgrund, die Entwicklung der Technologie aufzuhalten. Dies würde als logische Konsequenz die gesamte Kontrolle über alles auf der Erde, einschließlich der Menschen und aller wichtigen Lebensformen, bedeuten. Das System würde dann eine einheitliche, monolithische Organisation darstellen oder aus nebeneinander existierenden Organisationen bestehen, die kooperieren und im Wettbewerb miteinander stehen, wie heute die Regierungen mit Aktiengesellschaften und großen Organisationen konkurrieren. Menschliche Freiheit wird es dann nicht mehr geben, weil einzelne Personen und kleine Gruppen gegenüber den mit Supertechnologien und einem Arsenal von fortschrittlichen psychologischen und biologischen Methoden zur Manipulation von Menschen neben Instrumenten zur Beobachtung und physischem Zwang ausgerüsteten großen Organisationen völlig machtlos sind. Nur eine kleine Gruppe von Menschen hat dann wirkliche Macht und selbst diese haben nur begrenzte Freiheit, denn auch ihr Verhalten wird reguliert und genormt werden, so wie heute unsere Politiker und einflussreichen Aufsichtsräte ihre Machtposition nur so lange haben, wie sie ihr Verhalten den engen gesellschaftlichen Normen anpassen können. Oh, sagen die Verfechter der Technologie, die Wissenschaft bringt das alles in Ordnung. Wir werden Hunger überwinden und psychologische Krankheiten bekämpfen. Jeder wird gesund und glücklich sein. Sicher, das haben sie schon vor 200 Jahren gesagt. Die industrielle Revolution sollte Armut beseitigen und jedermann glücklich machen. Die Verfechter der Technologie sind hoffnungslos naiv und betrügen sich selbst in ihrem Verständnis gesellschaftlicher Probleme. Sie merken nicht oder wollen nicht wissen, dass große Veränderungen in der Gesellschaft, die anfangs nützlich zu sein scheinen, auf lange Sicht zu anderen Veränderungen führen, die nicht vorhersehbar sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Anhänger der Technologie bei dem Versuch, Armut und Krankheit zu beenden, Gesellschaftssysteme schaffen werden, die viel schlimmer sind als die heutigen. Zuerst wollen wir von der Voraussetzung ausgehen, dass es den Computerwissenschaftlern gelingt, intelligente Maschinen zu entwickeln, die alle Dinge besser als der Mensch tun können. In diesem Fall könnten hochorganisierte Maschinensysteme alle Arbeiten verrichten und dadurch Menschenkraft überflüssig machen. Es könnten dann zwei Dinge geschehen. Maschinen entscheiden, ohne vom Menschen beaufsichtigt zu werden, oder der Mensch behält die Kontrolle über die Maschinen. Wenn Maschinen ihre eigenen Entscheidungen treffen können, dann ist das Ergebnis nicht voraussehbar, weil es unvorstellbar ist, wie Maschinen sich verhalten werden. Da die Gesellschaft und ihre Probleme immer komplexer und Maschinen immer intelligenter werden, werden die Menschen den Maschinen immer mehr Entscheidungen überlassen, einfach deshalb, weil sie zu besseren Ergebnissen führen als menschliche Entscheidungen. Möglicherweise wird man eine Stufe erreichen, auf der systemerhaltende, notwendige Entscheidungen so komplex werden, dass Menschen dann wegen ihrer begrenzten Intelligenz gar nicht mehr in der Lage sein würden, diese Entscheidungen zu treffen. Wenn diese Stufe erreicht ist, werden die Maschinen die Kontrolle erlangt haben.
Der Mensch wird dann nicht fähig sein, die Maschinen einfach abzuschalten, weil er so abhängig geworden ist, dass ein Abschalten kollektiven Selbstmord bedeuten würde. Es ist aber auch möglich, dass der Mensch die Kontrolle über die Maschinen behält. In diesem Fall wird der Durchschnittsbürger Verfügung über bestimmte Maschinen in seinem Privatbesitz haben, wie über sein Auto oder seinen Computer, aber die Kontrolle über große Maschinensysteme wird in der Hand einer kleinen Elite liegen, wie heute auch, jedoch mit zwei Unterschieden. Wegen der fortgeschrittenen Technik wird die Elite eine umfassendere Kontrolle über die Massen ausüben, und da keine menschliche Arbeit mehr notwendig ist, sind die Massen überflüssig, eine unnütze Bürde für das System. Wenn die Elite unbarmherzig ist, wird sie einfach die Entscheidung zur Ausrottung der Menschenmassen treffen. Ist sie human, dann wird sie mit Hilfe von Propaganda und anderen psychologischen oder biologischen Techniken die Geburtenrate so weit senken, bis die Menschheit ausstirbt und die Welt der Elite überlassen bleibt. Jeder wird dann irgendein Hobby haben, das ihn beschäftigt, und wer unzufrieden ist, muss sich einer Behandlung unterziehen, um sein Problem zu lösen. Natürlich wird das Leben so sinnlos sein, dass die Menschen biologisch oder psychologisch manipuliert werden müssen, um das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung zu ersetzen und durch ein harmloses Hobby zu sublimieren. Diese manipulierten Menschen mögen sich vielleicht in einer solchen Gesellschaft glücklich fühlen, ihre Freiheit aber haben sie gänzlich verloren. Ihr Zustand hat sich dann auf die Ebene von Haustieren reduziert. Angenommen aber, dass die Computerwissenschaft nicht in der Lage ist, künstliche Intelligenz zu entwickeln, so bleibt menschliche Arbeit weiterhin notwendig. Selbst dann werden Maschinen verstärkt einfache Arbeiten übernehmen und damit einen Überschuss an menschlichen Arbeitskräften schaffen. Diese Tendenz ist bereits heute sichtbar. Es gibt inzwischen viele Menschen, die keine Arbeit finden, weil sie aus intellektuellen oder psychologischen Gründen nicht den nötigen Ausbildungsstand haben, der sie brauchbar für das gegenwärtige System macht. Wie wir bereits zuvor festgestellt haben, bestehen die beiden Hauptaufgaben gegenwärtig darin, den sozialen Druck und die Instabilität der industriellen Gesellschaft zu verstärken und eine Ideologie zu entwickeln, die sich gegen die Technologie und das industrielle System richtet. Die meisten Revolutionen haben zwei Ziele. Eines liegt darin, die alte Gesellschaftsform zu zerstören und das andere darin, eine neue Gesellschaftsform nach den Visionen der Revolutionäre aufzubauen. Die französischen und russischen Revolutionäre scheiterten glücklicherweise daran, die neue, von ihnen erträumte Gesellschaft zu erschaffen, aber sie waren durchaus erfolgreich damit, die alte Gesellschaft zu zerstören. Wir machen uns keine Illusion bezüglich der Durchführbarkeit, eine neue, ideale Form der Gesellschaft aufzubauen. Unser Ziel besteht einzig darin, die existierende Gesellschaft zu zerstören. Die revolutionäre Ideologie muss daher auf zwei Ebenen entwickelt werden. Die höhere Ebene sollte sich an diejenigen richten, die intelligent, nachdenklich und rational sind. Das Ziel sollte sein, auf der Basis rationaler Vernunft eine Kerngruppe von Menschen zu bilden. Sie sollten sich völlig über die Probleme und über die Vieldeutigkeiten im Klaren sein und auch über den Preis, der dafür gezahlt werden muss, dass man das System abschafft. Es ist besonders wichtig, diese Menschen dafür zu gewinnen, da sie fähig und in der Lage sein werden, andere zu beeinflussen. An diese Menschen sollte man sich auf einer absolut rationalen Ebene wenden. Tatsachen sollten niemals absichtlich verdreht und sprachliche Übertreibungen vermieden werden. Dennoch kann man sich durchaus an die Gefühle wenden, jedoch ohne die Wahrheit dabei zu unterlaufen oder etwas zu unternehmen, das das intellektuelle Ansehen der Ideologie beschädigen könnte. Auf der zweiten Ebene sollte die Ideologie in vereinfachter Weise verbreitet werden, damit die gedankenlose Mehrheit den Konflikt Technologie versus Natur in eindeutiger Begrifflichkeit verstehen kann. Aber auch auf dieser zweiten Ebene sollte die Ideologie in einer angemessenen Sprache verbreitet werden, unter Verzicht auf primitive, übertriebene oder irrationale Ausdrucksweise, damit nicht rational denkende Menschen davon abgestoßen werden. Billige Propaganda kann zwar vorübergehend erfolgreich sein, auf lange Sicht gesehen ist es aber vorteilhafter, die Loyalität einer kleinen Gruppe intelligenter Menschen zu behalten, als die Leidenschaften eines gedankenlosen, unbeständigen Mobs, der seine Haltung schnell ändern wird, wenn ein anderer mit besseren Propagandatricks daherkommt. Die Revolutionäre sollten eher vermeiden, politische Macht zu übernehmen, weder mit legalen noch illegalen Mitteln, bis der Druck auf das industrielle System einen kritischen Punkt erreicht hat und es selbst von der Mehrheit der Bevölkerung als Fehlschlag angesehen wird. Wenn man sich vorstellt, dass eines Tages irgendeine grüne Partei im US-Kongress bei den Wahlen die Mehrheit bekommt, würde diese versuchen, das Wirtschaftswachstum einzuschränken, um das Ansehen ihrer Ideologie zu erhalten. Dem Durchschnittsbürger würden die Folgen katastrophal erscheinen. Es gäbe dann Massenarbeitslosigkeit, Engpässe bei der Versorgung und so weiter.
Selbst wenn man die schlimmsten Folgen durch übermenschlich geschicktes Management verhindern könnte, würden die Menschen eine Menge Luxus aufgeben müssen, an den sie gewöhnt sind. Die Unzufriedenheit würde wachsen, die Grüne Partei würde abgewählt werden und damit hätten die Revolutionäre einen ersten Rückschlag erlitten. Deshalb sollten die Revolutionäre nicht versuchen, politische Macht zu erlangen, bis sich das System von selbst in eine Sackgasse manövriert hat, sodass man das Scheitern eindeutig auf das industrielle System selbst und nicht auf die Politik der Revolutionäre zurückführen kann. Es wäre für Revolutionäre hoffnungslos, das System anzugreifen, ohne einige moderne Technologie zu benutzen. Wenigstens müssen sie Kommunikationsmedien benutzen, um ihre Botschaft zu verbreiten. Aber sie sollten die moderne Technologie nur für diesen einen Zweck benutzen, das technologische System zu bekämpfen. Man kann sich einen Alkoholiker vorstellen, der vor einem Fass Wein sitzt und zu sich selbst sagt, Wein ist nicht schlecht, wenn du ihn in Maßen trinkst. Man sagt, kleine Mengen Wein sind sogar gut für dich. Es wird mir nicht schaden, wenn ich nur ein bisschen trinke. Man weiß aber, was geschehen wird. Man sollte niemals vergessen, dass es der Menschheit mit der Technologie geht, wie einem Alkoholiker mit einem Fass Wein. Könnte es eintreten, dass die Gesellschaft nach ihrem Zusammenbruch möglicherweise erneut eine industriell-technologische Entwicklung durchmacht? Vielleicht. Aber man sollte sich deswegen nicht beunruhigen, da wir nicht in der Lage sind, die Ereignisse der nächsten 500 oder 1000 Jahre vorauszusehen und zu kontrollieren. Diese Probleme müssen von den Menschen gelöst werden, die in dieser Zeit leben. Und damit endet unsere kleine Exkursion in den Verstand des Unabombers. Natürlich kann man jetzt anfangen, die hier vorgebrachten Positionen zu kritisieren. Und man sollte das sicher auch. Man kann sich zum Beispiel fragen, ob Kaczynski wirklich aus den dargelegten Gründen zum Mörder wurde oder ob das Problem nicht vielmehr in seiner eigenen Psychologie liegt. Aber wie auch immer man am Ende urteilt, ich denke, es steht außer Frage, dass in diesem Manifest weit mehr Einsichten in die menschliche Psyche und Gesellschaft stecken, als man es von der Feder eines zerzausten Einsiedlers erwarten würde. Vielleicht sogar mehr, als uns eigentlich recht ist. Deshalb will ich das Video mit einer kleinen Beobachtung beenden, die, wie ich denke, viele von euch bestätigen können. Videospiele wie The Last of Us oder Serien wie The Walking Dead erfreuen sich ungemeiner Beliebtheit. Ganz allgemein scheint es eine regelrechte Faszination mit postapokalyptischen Szenarien und Gesellschaftsformen zu geben. Was sind die Gründe hierfür? Ist es nicht exakt das Streben nach verloren gegangener Autonomie und Selbstbestimmung, von dem Kaczynski gesprochen hat? Der Wunsch, dass alles zusammenbrechen möge, verspürt nicht jeder von uns ihn von Zeit zu Zeit?